بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عبد الله بن مسعود الله سبحانه وتعالى auf ihm berichtet, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. Dort sagt der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, dass es zu den Zeichen der Stunde gehört, dass der Mann den Mann nur grüßt, weil er ihn kennt. Illa lil ma'rifa. Außer er grüßt ihn nur, weil er ihn kennt. Und diese Überlieferung, die finden wir im Musnad von Imam Ahmad, wurde von Shu'aib al-Arnaut für Hassan erklärt. Und Sheikh al-Wadi'i hat ihn ebenfalls für Hassan al-Ghairi hier erklärt. Ahmad Shakir hat den Isnad für Sahih erklärt. Und in einer anderen Riwaya, in einer anderen Überlieferung über den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm, heißt es, dass er sagte: Inna bayna yaday as-sa'a taslim al-khassa. Das zu den Zeichen der Stunde gehört, dass man nur die Speziellen begrüßt. Dass man den Salam nur zu denjenigen spricht, die speziell sind. Und diese Überlieferung finden wir auch im Musnad von Imam Ahmad und bei Al-Hakim. Und Al-Hakim hat den Isnad für Sahih erklärt und Ahmad Shakir. Was heißt das Ganze? As-Sakhawi, er sagt in Ashrat al-Sa'a, wa taslimu al-Khassa, ay yakhussu man yakhtaruhu lis-salami alayhi, imma liwajahatin aw nahwiha min raghbatin aw rahba. Er sagt, und das Begrüßen mit dem Salam für die speziellen Leute, also damit ist Folgendes gemeint, und zwar, er wählt diejenigen aus für den Salam, entweder wegen der Notabilität, beziehungsweise wegen dem Prestige oder Ähnlichem, weil er sich etwas erhofft oder etwas fürchtet. Und der Sheikh Hamoud al-Tawajri, rahimahullah, er sagte, قَوْلُهُ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ. Diese Überlieferung, Taslim al-Khassa, wurde von einer anderen Überlieferung erklärt, von Kharija ibn Samit und von Al-Aswad ibn Hilal und Al-Aswad ibn Yazid. Dort heißt es, dass der Gruß des Mannes an dem Mann ist durch die Kenntnis. Also, wenn man sich kennt. Und dies ist von den Sachen, die sich in unserer Zeit verbreitet und bewahrheitet haben. Und das ist tatsächlich so. Das ist eines der Sachen, die in unserer Zeit schon die Norm geworden sind. Und zwar, dass man den Salam nur noch denjenigen gibt, die man kennt. Und das ist etwas, was jeder von uns bezeugen kann und bezeugen wird, der diese Erfahrung gemacht hat. Und ich bin sicher, dass die allermeisten diese Erfahrung gemacht haben. Und interessant ist es, wenn man mal einer Person, die man nicht kennt, den Salam gibt, wie diese Person teilweise reagiert. Sie reagiert ganz geschockt, als hättest du etwas Großes gemacht. Manche sind total verwirrt, andere reagieren mit einem Lächeln und geben den Salam zurück. Andere sind total irritiert. Hä, wer ist das? Kennen wir uns? Ich erkenne ihn gerade nicht und sind total irritiert, als würde man den Salam nur denjenigen geben, die man kennt. Dies ist aber nicht so, denn der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, er lehrte uns, den Salam jedem zu geben. Und hierzu gibt es viele wundervolle Überlieferungen, unter anderem die, die wir im Sahih-Werk von Muslim finden, wo Abu Huraira überliefert, dass der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sagte: La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Ihr werdet nicht ins Paradies eintreten, bis ihr glaubt. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr einander liebt. Awa la adullukum ala shay, idha fa'altumuh tahabbabtum. Soll ich euch nicht auf etwas hinweisen? Wenn ihr es tut, dann werdet ihr euch lieben. Afshus salama bainakum. Verbreitet den Salam untereinander. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte den Sahabern die vorzüglichen Taten, die sie um Stufen in der Akhira im Jenseits aufsteigen lassen. Manchmal sind es kleine Taten, die unser einer unterschätzt. Ich meine, ein Salam. Das ist nichts Schwieriges, jeder kann Assalamu alaikum sagen. Du hast nicht das Gefühl, wenn du diese Tat tust, dass das eine gewaltige Tat ist. Aber wir sehen den Vorzug dieser Tat und was für ein großer Lohn dahinter steckt. Und das ist oft in der Scharia so, aufgrund der
Großzügigkeit Allahs, dass in kleinen, einfachen Taten eine Riesenbelohnung steckt. Und leider die meisten der Muslime diese Sachen nicht wirklich wahrnehmen, beziehungsweise sie die Initiative nicht ergreifen, diese ganzen Belohnungen mitzunehmen, die wir am Tag der Auferstehung brauchen. Abgesehen von der großen Belohnung lehrt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Sache Liebe unter den Muslimen verbreitet. Und das ist tatsächlich so. Wenn du das mal probierst und du durch die Straßen gehst, insbesondere in islamischen Ländern, du einfach Leute grüßt, die du nicht kennst, mit einem Lächeln. Teilweise fangen sie an zu strahlen, nachdem du sie begrüßt. Und sie erwidern den Salam. Manchmal hat man kurz Augenkontakt und dann grüßt du und plötzlich strahlt dieser Mensch und grüßt zurück. Und das ist eine wunderschöne Sache. Genau wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und das ist das, was die Muslime aktuell brauchen. Diese Stärkung untereinander. Und es geschieht dadurch, dass sie sich lieben. Und der Salam ist ein Weg dazu, um diese Liebe zu fördern unter den Muslimen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam vermittelt uns auch in der Überlieferung, die ich soeben erwähnt habe, im Sahih-Werk von Muslim, dass keiner ins Paradies eintritt, außer der Gläubige. Und dass die Liebe zum Muslim oder die Liebe zu den Muslimen, zum vollkommenen Glauben gehört. Und diese Sache ist in dieser Zeit so immens wichtig, in einer Zeit, wo jeder nur noch für sich lebt. Und die meisten Menschen isoliert sind und die Verwandtschaftsbande gebrochen ist und die Muslime keinen Zusammenhalt mehr haben und so weiter, ist diese Sache immens wichtig. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam, war das erste, was er sagte, und dies überliefert Abdullah ibn Salam: Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am. وَصِلُوا الْأَرْحَامِ وَصَلُّوا بِالْلَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ O ihr Leute, verbreitet den Salam und gebt zu essen und pflegt die Verwandtschaft und betet in der Nacht, während die Leute schlafen, so tretet ihr ins Paradies ein mit Frieden. Und diese Überlieferung finden wir im Sunanwerk von Ibn Majah. Und gemeint ist mit der Verbreitung des Salam, dass man diesen Salam, diesen Gruß verbreitet und dies vermehrt tut. Und As-Salam ist eines der Namen von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie wir zuvor gesagt haben, ist dieser Salam eines der Gründe, also dass du die Leute mit As-Salamu alaikum grüßt, dies ist eines der Gründe, dass sich die Liebe unter den Muslimen breit macht. Und das ist der Gruß, der gesegnete Gruß dieser Umma. Und hier sollten wir eine Sache erwähnen, und zwar gibt es viele der Muslime, die statt mit dem Salam zu grüßen, mit Hallo oder Hi oder was auch immer grüßen. Und das ist natürlich ein Mangel, denn ein Muslim, er sollte mit Assalamu alaikum grüßen, wenn er mit dem Muslim spricht. Ob er diesen Muslim kennt oder ob er ihn nicht kennt. Darüber hinaus habe ich erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte gesagt hat, als er in Medina eintraf. Das heißt, er kam gerade in Medina an und das erste, was er gesagt hat, war: Ya ayyuhan nas, o ihr Leute, afshus salam. Verbreitet den Salam. Das ist das erste, was der Prophet alaihi salatu wasallam sagte. Und die beste und vorzüglichste Weise, den Salam zu verbreiten, ist es, dass du sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.